Einen herrlichen Pfingstsonntag wünsche ich allen und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde World of Tanks. Ich sitze im EBR 105, bin auf der Mannerheim-Linie gelandet, in einem reinen 10er-Gefecht mit einem Light und einer Arti. Und ansonsten eigentlich ganz gut gemischt jetzt hier. Ich ziehe hier direkt in die Mitte, den obvious Standard-Busch, den nehme ich, also diesen hier, den nehme ich immer weniger, auch wenn der hier nicht wesentlich obvieser ist oder wie man das sagen möchte. Also der ist genauso vorhersagbar sozusagen wie jeder andere Busch hier, finde ich, auf dieser Map. Zumindest kann man hier von meiner Seite aus ein bisschen was spotten. Ich kann sogar auch davon ausgehen, also ne, ihr seht, ich mache hier alles auf. Hier hinten ist so ein kleiner Schwachpunkt, das sehe ich nicht. Aber alles, was hier oben langfährt, also hier auf der Minimap, mache ich auf. Hier gibt es aber auch einen Schwachpunkt. Wenn man hier ganz außen lang fährt, ist man so tief, dass man das dann halt, das ist dann sozusagen, ich mache da mal ganz kurz Pause, weil ich, ne, hier hinten, wenn man hier oben halt lang fährt, dann sehe ich das, aber hinter dem Hügel sozusagen geht es halt auf der linken Seite auch noch weiter. Da könnte man auch lang fahren und das würde ich dann persönlich nicht sehen. Ihr seht auch mein Team im Agro-Modus. Tatsächlich, wir haben jetzt hier nur die Maus und da zum Beispiel der Progetto, der muss echt außen lang gefahren sein. Auch dass ich jetzt hier geschossen habe, ohne dass ich weiß, wo der EBR ist, ist ein bisschen greedy. Ich werde es jetzt auch einfach gleich nochmal machen, einfach weil ich bin nicht aufgegangen, also warum nicht. Progetto jetzt da hinten auch geplatzt. Heißt also, ich kann ja mal gucken gehen, ob ich für die Leute da hinten ein bisschen was spotten kann. Venturin hat sich auch schon in sein Nestchen gesetzt. Der war wahrscheinlich von Anfang an da und hat gewartet, dass der Progetto überrannt wird. Leo auch schon da. Oh Mann, Jungs. Oh Mann. Ich finde das immer so schade. Einer fährt vor. Er macht es natürlich nicht besser. Also er hat ja auch den, der Progetto, er hat ja auch den Fehler gemacht, alleine vorzufahren. Hätte man sehen müssen, wenn da keiner mitkommt, macht man es halt einfach nicht. Und auf der anderen Seite hier, gut, der Progetto, der da hinten steht, der war am Anfang in der Mitte. Aber jetzt hier Hori, Leo und der Action X, die scheinen ja irgendwie sich darauf vorbereitet zu haben. Die sitzen da scheinbar schon ein bisschen länger. Naja, ich denke mir dann immer so, wenn alle am Campen sind, wer ist dann am Fighten? Aber zeigt mir auch, ich brauche nicht einfach blind reinfahren. Gegner EBR, ihr seht, ist immer noch nicht aufgewesen. Gegner auch zu Recht jetzt hier mittlerweile auf der anderen Seite, halt fast an unserem Cap. Maus und so ist halt schwer zu verteidigen, finde ich, an der Position. Ich kann nur hoffen, dass er lange genug durchhält, bis wir hier sozusagen die Chance hingekriegt haben. Habe jetzt hier auch zum Glück das 279F, dass sich da endlich mal ein Herz fasst. Jetzt hier noch weiter vorfahren, macht aus meiner Sicht erstmal noch keinen Sinn, weil die Leute vor uns, die gehen ja regelmäßig auf. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht alles spotte. So, also zum Beispiel den Hori, den mache ich jedes Mal auf, wenn er da hochpiekt. Den Leo auch jedes Mal, wenn er anfängt zu schießen da. Oh, wie, da haben wir jetzt den EBR. Deswegen bin ich jetzt auch an der Stelle einmal aufgegangen. Das heißt, wenn er sich dort jetzt hinsetzt, brauche ich nicht mehr weiter hier hinten hocken. Ich habe ja vor mir das 279F, das jetzt auch nach vorne spotten kann. Ich wollte jetzt hier sozusagen erstmal gucken, okay, kriegen wir noch irgendwo, ne, kann man irgendwo jetzt hier vielleicht doch noch angreifen, weil, ne, ist ja eigentlich auch fast alles aufgewesen, gibt jetzt nur noch zwei Leos. Ich denke, die werden jetzt auch nicht so arg weit weg vom Cap sitzen, zum Beispiel dort könnte einer drinnen sitzen, ist ja ein sehr beliebter Punkt. Wir sehen auch Grille und FV waren da gespottet, dementsprechend einfach mal ein, zwei Blindshots reinsetzen. Ich weiß gerade eh nichts Besseres mit mir anzufangen. Also von daher, warum nicht? Der ging voll durch ihre Panzerung.
die Grille, die gönnt auf jeden Fall. Ja, rechte Seite schmilzt langsam. Ich weiß nicht, so im Nachhinein besonders halt. Im Gefecht sieht man ja auch nicht alles, aber jetzt so, ich sehe ja im Nachhinein das Gefecht mir einfach alles immer nochmal an. Ist natürlich dann so, vielleicht doch nicht rechts wegfahren, vielleicht fehlt dann jetzt doch der Spot. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch einfach wirklich gehofft, dass hier das 279F dann einfach ein bisschen mehr Präsenz zeigt. Also jetzt nicht im Sinne von noch weiter vorfahren, sondern so, dass halt die Leute aufgehen da bei ihnen, weil sind ja potenziell 6 Leute. Ich gehe auch instant nochmal auf. Also hier, da wo ich reingeschossen habe, höchstwahrscheinlich saß da einer drin. Ja, da haben wir den Leo. Wer weiß, ob wir einen Schaden gemacht haben, aber möglich. Ja, das wäre schon mal cool, wenn der rausgehen würde. Ja, komm, beweg dich. Nee, jetzt geh nicht zu. So, Gegner Leo hat sich weggejodelt, erfolgreich. Der zweite ist aber auch schon direkt zur Stelle. Ich war mir in der Situation gerade echt unschlüssig. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich sah da kein Vorwärts. Links sitzen sie halt immer noch am Cap bei uns. Rechts ist jetzt halt flöten gegangen. Ja, jetzt haben wir nur noch die Grille auf der rechten Seite. Schade. Überlegt, ob man da jetzt hier noch mal kurz irgendwie helfen kann, aber auch das ist zu spät. Ich kann jetzt sozusagen nur noch hier kurz warten, gucken, ob ich in der Mitte noch mal was aufmache. Aber jetzt ist die Grille tot, das heißt, spätestens jetzt sollte ich halt jetzt meine Füße auch in die Hand nehmen und mich hier zurück zu meinen Leuten begeben. Im Moment sieht es ja auch echt bescheiden aus. Wie gesagt, ich glaube, ich war jetzt hier in der Mitte des Gefechts einfach viel zu passiv unterwegs. Hatte gehofft, dass wir uns hier, ihr seht es ja hier auf der Minimap, wir haben es genau geschafft, 2 Leute, 3 Leute hier auf der Seite zu töten, wenn man mal denen die Grille jetzt hier wegnimmt. Und haben es aber geschafft, 2, 4, 6, 8 Panzer, 9 Panzer an der Flanke wegzuwerfen. Da finde ich den Schnitt hier auf der Seite auf jeden Fall deutlich besser mit 2 Panzern auf uns und 3 vom Gegner. Das ist dann schon in Ordnung. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe die Runde. Also ich sehe nicht, dass wir die gewinnen in dem Moment gerade. Und denke mir, okay, irgendwie, wie gesagt, meine Runde war echt noch nicht so toll. Wollte jetzt hier gucken, ob man irgendwie vielleicht die Arti rauskriegt. Oder irgendein EBR war ja fast One-Shot, dass man den irgendwie rauskriegt. Da haben wir ihn. Ich gehe ihn auch jetzt direkt an, weil er fast One-Shot ist. Und weil ich jetzt hier auch keinen Panzer sehe, der mich da irgendwie davon abhalten will. So, er macht da jetzt sogar einen Fehler und fährt irgendwo gegen. Ein bisschen aufpassen. Hori ist schnell. Gut, der ist woanders. Arti ist eklig. Egal. So, nehmen wir uns halt jetzt auch noch den Schuss vom EBR. Der war eh unausweichlich. Der Arti-Schuss, der war halt echt unangenehm. So. Aber ups, ich tue jetzt auf jeden Fall immer so lange, bis ich halt wieder zu bin, so als würde ich halt irgendwo hinfahren. Meistens einfach in die entgegengesetzte Richtung, wo ich eigentlich hin will. Um jetzt hier doch dann halt Richtung Arti zu gucken. Sehe dann da aber, okay, FV, der sitzt immer noch auf dem Balkon. Also brauchen wir es eigentlich gar nicht probieren. Den Schuss auf ihn nehmen wir natürlich mit, diesen massiven Low-Roll. Ah, schon dreist, nach 10 Minuten immer noch auf dem Kackbalkon sitzen. Aber es macht unser Jagd eher genauso, von daher. Jeder wie er will.
Oh, aber mit der Info, dass der FV halt immer noch oben hockt, dass der ProGetto jetzt hier auch One-Shot ist und ne, man kann ja im Gefecht auch immer gucken, wie viel Life die haben. Das würde ich auch jedem empfehlen, immer mal regelmäßig nachzugucken. Natürlich prallen wir ab. So, aber der war schon mal wichtig. Ich hatte jetzt mal wieder, er hat aber auch 515 Schaden gemacht und natürlich hatte er HE drin. Das ist ja mal wieder ein Timing, ey. So, Hori platzt. Und jetzt sollte halt tatsächlich das Ziel sein, den Progetto irgendwie rausnehmen. Ich gehe davon aus, dass er hier unten irgendwo ist, hier gerade irgendwie hochfährt. Dementsprechend versuche ich dieses Zeitfenster zu nutzen und hoffe einfach mal mit ein bisschen Luck jetzt hier unspotted an ihm vorbeizukommen. Ich kann mich hier oben dann in die Büsche einfach reinsetzen. Ah, das ist schon. Ah, das war knapp. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Und ich brauche jetzt hier einfach nur noch warten. Er hat ja keine Ahnung von wo. Ich kann ihn leider nicht unspotted hier beschießen, wenn er hier links kommt. Wenn er aber oben lang fahren sollte, sollte ich ihm einfach von hinten dann eine reindrücken können. Ich brauche dann einfach nur nach hinten fahren. Ja, genau, du wartest, ich schieße. Und jetzt einfach nicht mehr dämlich sein. Heißt das jetzt. Einfach nicht dämlich sein. Irgendwie den FV outspotten. Wir haben ja auch nur noch 3 Minuten. Ich gucke jetzt zuerst auf die Posi, wo er das letzte Mal gespottet war. Das geht relativ gut hier unten einfach über den Proxyweg. Sollte er halt hier oben noch irgendwie, also an dieser normalen, ihr seht's, ne, ich kann da schön hinspotten. Und ich kann auch oben kontrollieren, ob halt, wenn er halt sozusagen gerade am Eck steht, sodass man ihn halt nicht von hier unten spotten kann, kann man hier einfach links 1 Meter hochfahren und würde ihn dann auch so aufmachen. Für mich heißt das jetzt, er ist nicht mehr am Balkon, vielleicht hier hinten, vielleicht hier drin, vielleicht hier hinten. Aber hoffentlich einfach nicht mehr auf dem Balkon und dementsprechend heißt das jetzt hier einfach weiter rantasten. Nächste Station, um zu spotten, ist für mich hier diese Ebene. Also hier hinten ne, das Ding. Und nochmal den Balkon zu überprüfen. Ich kann mich jetzt hier dann auch in den Busch reinsetzen. Und einfach mal gucken, wo die Leute sind. Da hinten sind Bäume umgeworfen. Da haben wir ihn. Er sieht mich nicht. Er ist auch noch mit dem Arsch zu mir. Wunderbar. Also fahre ich erstmal Richtung Arti. So. Nochmal ganz kurz überprüft. Er guckt nicht. So. Da haben wir die Arti. Wunderbar. Er macht das. Also kann ich mich um den FV dann jetzt hier kümmern. Direkt wieder umgeladen auf HE, einmal kurz den Busch umgeworfen, also hier nicht umgeworfen, sondern hinter dem Busch gefahren. So, er fährt safe. Ich habe nur noch, oder wir haben nur noch 1 Minute Zeit. Dementsprechend jetzt hier gar nicht lange fackeln, sondern einfach weiter rein. Guten Tag, Brudi. Nochmal 555. Jetzt hier einfach schneller sein als er. Einfach schneller sein als er. Ah, okay. Ich hätte ihn gern getrackt, aber ist mir egal. Er guckt nach vorn, also kann ich ihm gleich einfach nochmal eine reindrücken. Zack, 397. 15 Sekunden vor Ende. Wenigstens haben wir das noch nach Hause geholt.
Manchmal dauert es irgendwie eine Weile, bis man in der Runde drin ist, aber dann, wenn man dann wenigstens noch gewinnt, denke ich mir, dann ist das so ein bisschen verziehen sozusagen, wenn man als EWR tatsächlich nicht so, sieht man ja auch, ich habe jetzt gar nicht so arg viel gespottet. Trotzdem interessante Runde gewesen. Wie gesagt, wir haben uns auf der rechten Seite viel zu hart weggeworfen, alle Mann. Das war viel zu unnötig, haben den Gegner dementsprechend einen absoluten Vorteil gegeben, den man dann tatsächlich wirklich mit mehr als Glück als Verstand am Ende sozusagen wieder rausgeholt hat. Man hätte das tatsächlich viel früher irgendwie anders entscheiden müssen und das gar nicht hätte erst gar nicht halt so weit kommen lassen. Das, ich glaube, das kann man dann sagen. Naja, auf jeden Fall insgesamt sind wir jetzt hier bei 3 Kills angekommen. 4217 Schaden habe ich rausgeprügelt. 2474 habe ich noch unterstützt. Und das Ganze hat jetzt hier auch fürs Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 erreicht. Ich wollte mal noch hier kurz nachgucken. Hier dieser FV, der saß ja doch echt lange auf dem Balkon. Das ist er hier. Oh, Brudi, Brudi. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier mit 1097 XP auf dem ersten Platz gelandet. Trefferbild wird Hälfte mit Schaden circa. Naja, geht besser. Geht besser. Und weil wir hier jetzt doch recht viel geschossen haben und halt auch sehr viel daneben geschossen haben und hier große Repair-Kisten sind halt alle bei mir und Sani-Kisten. Dementsprechend bin ich jetzt hier bei 19.711 Credits im Minus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.